Hallo, seid gegrüßt, ich bin der Uwe und heute gibt es wieder was zum Auspacken und Testen für das Gaming-Magazin Play Experience. Hier steht schon der Karton und drinnen steckt ein Blue Yeti. Nein, natürlich nicht das Fabelwesen aus dem Himalaya, sondern das bekannte USB-Mikrofon von Blue. Und hier ist es die Blackout Edition und drinnen im Set sozusagen steckt noch das Spiel Assassin's Creed Origins. Ich zeige euch natürlich gleich, was in diesem netten kleinen Karton drinsteckt, was man sozusagen alles bekommt. Es ist aber nicht das Objekt unserer Begierde. Wie gesagt, einen echten Yeti gab es leider nicht, wäre aber schön für den Wortwitz gewesen. Deswegen hat uns Blue noch einen weiteren Karton zugeschickt. Ihr seht es, es ist das komplette Set namens Yeti Caster von Blue. Und drinnen steckt das Blue Yeti USB-Mikrofon. Dann der Shockmount namens Radius 3 und der Schwenkarm mit dem tollen Namen Kompass. Das ganze Set werden wir natürlich auch auspacken und das werden wir auch testen. Ich zeige euch auch, wie man es aufbaut und anschließt. Und natürlich zeige ich euch auch, was in dem kleinen Karton drin steckt. Aber was sollen wir zwei Mikrofone testen, die sich ja eigentlich ähneln oder eigentlich gleichen? Und deswegen haben wir uns gedacht, dass ihr das Mikrofon hier gewinnen könnt. Und wie ihr das gewinnen könnt, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Ich wünsche euch also viel Spaß jetzt gleich mit dem Unboxing und natürlich auch mit den Installationshinweisen. Und am Ende gibt es dann wieder ein Fazit. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. Schauen wir uns also zuerst einmal das Yeti in der Blackout Edition an. Zumindest bekommt ihr so einen Eindruck, wie das Mikrofon im Einzelkauf geliefert wird. Dieses Bundle kommt zusammen mit dem Spiel Assassin's Creed Origins. Auf der Verpackung sind viele Infos zum Mikrofon und so werden wir seitlich auf die Features und Bedienelemente hingewiesen. Auf der Rückseite erfahren wir etwas über den echten Yeti und uns werden die vier Aufnahmemodi und ihre Einsatzmöglichkeiten erklärt. Öffnen wir den Karton, finden wir zuerst das 2 Meter lange USB-Kabel. Zusätzlich gibt es eine verständliche und gut bebilderte Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen. Natürlich fehlt auch der Key für Assassin's Creed Origins nicht. Schließlich finden wir das Yeti-Mikrofon in der Verpackung. Es wird standardmäßig mit einem Tischstandfuß geliefert. Das Mikrofon wiegt etwa 500 Gramm und macht in seinem Gehäuse aus Metall einen sehr robusten und hochwertigen Eindruck. An der Unterseite erkennen wir das Gewinde zur Befestigung an einem Arm oder Stativ, den Eingang für das USB-Kabel sowie die 3,5 mm Klinkenbuchse für das Monitoring der eigenen Stimme. Wie ihr dieses Bundle aus Blue Yeti Blackout und Assassin's Creed Origins gewinnen könnt, erfahrt ihr im Fazit. Kommen wir aber zum Inhalt des Blue Yeti Caster Sets. Dessen Karton ist natürlich bedeutend größer, er fällt aber auch spartanischer aus. Dennoch sind alle Komponenten, wie zum Beispiel der Radius 3 Shockmount und der Kompass-Schwenkarm, in mehreren Sprachen aufgelistet und abgebildet. Im Karton finden sich die Anleitung des Mikrofons sowie eine bebilderte Anleitung zur Montage des Schwenkarms. Daneben finden wir das 3 Meter lange USB-Kabel. Nun befreien wir den Radius 3 Shockmount aus seiner Hartschaumverpackung. Er hat einen recht großen Durchmesser, ist aus Metall und sehr robust verarbeitet. Extra verpackt und gut geschützt ist auch das Yeti-Mikrofon in diesem Karton. Es gleicht dem Mikrofon aus der Einzelverpackung. Ihm fehlt lediglich der Standfuß. Auf der Vorderseite sind unter dem Logo eine Mute-Taste mit LED und die Lautstärkeregelung des Monitorings. An der Unterseite befindet sich wie gehabt das Gewinde für die Montage sowie der USB-Eingang und die Klinkenbuchse zum Abhören. Auf der Rückseite des Mikrofons befinden sich der Wahlschalter für die Aufnahmemodi und der Regler für den Aufnahmepegel. Der Schwenkarm namens Kompass ist aus beschichtetem Metall gefertigt. Alle Federn liegen innen und die Gelenke verfügen über Stellschrauben aus Kunststoff. Auch eine Kabelführung ist eingearbeitet. An der oberen Aufnahme befindet sich ein Adapter für Gewinde von 3/8 und 5/8 Zoll. Der Arm wird am unteren Ende mit einem Stift in den Sockel gesteckt. Der Sockel selbst ist aus festem Kunststoff gefertigt und mit einer C-Klemme zur Befestigung am Tisch ausgestattet. Hier könnt ihr nun noch einmal den gesamten Lieferumfang des Yeti Caster Sets sehen. Somit habt ihr ein komplettes Set, mit dem ihr nach kurzer Montage sofort loslegen könnt. Die Montage des Yeti Caster Sets gestaltet sich eher unproblematisch. Dazu befestigen wir den Sockel des Schwenkarms mit seiner Klemme an der Kante unseres Schreibtisches. Sitzt diese fest, stecken wir den Arm mit dem Stift in den Sockel. Somit ist er auch um 360 Grad drehbar gelagert.
Nun legen wir das Kabel in die dafür vorgesehene Nut im Schwenkarm. So stört es nicht und ist praktisch verlegt. Am Gewindeadapter am oberen Ende des Arms befestigen wir nun unseren Radius 3 Shockmount. Mit der zusätzlichen Kontermutter können wir ihn ausrichten und festziehen. Zum Schluss setzen wir unser Mikrofon in den Shockmount und befestigen es mit der beiliegenden Flügelschraube. Nun können wir unseren Arm und das Mikrofon ausrichten und an unsere Sitzposition anpassen. Nachdem wir das Mikrofon per USB-Kabel mit dem Rechner verbunden haben, ist es einsatzbereit. Nun habe ich noch einige Testaufnahmen mit dem Blue Yeti USB-Mikrofon für euch vorbereitet. Test 1, 2, 3. Nun hört ihr eine Sprachaufnahme mit dem Blue Yeti USB-Mikrofon. Ich spreche aus einer Entfernung von 30 cm mit eingestellter Nierencharakteristik. Nun spreche ich im Nahbereich mit eingestellter Nierencharakteristik. 1, 2, 3, Test. Ich spreche übrigens ohne Popfilter. Pop, 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 pop. Dies wäre ein Popfilter, den man hier benutzen könnte. Ich halte den kurz mal davor. Pop, 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 pop. Nun benutze ich meine mechanische Tastatur, während ich spreche. Wie ich schwitze bei der Hitze. Das ist wirklich ziemlich krass. Eine Anlage mit Klima, ja, die wäre jetzt mal was. Nun spreche ich im Stereo-Modus in das Blue Yeti USB-Mikrofon. Stereo, 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 Stereo. Dieser müsste jetzt invertiert sein, da das Mikrofon ja über Kopf hängt. Stereo, Stereo. 1, 2, 3, 1, 2. Ich spreche jetzt im omnidirektionalen Modus in das Mikrofon und das bedeutet, wir haben eine Kugelcharakteristik und das Mikrofon nimmt alles im Umkreis auf, rundherum. Ideal für zum Beispiel Aufnahmen im Wald von Vögelchen und anderen Gefleuch. Omnidirektionaler Modus. Hallo, 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 hallo. Ja? Ich spreche nun im bidirektionalen Modus in das Blue Yeti USB-Mikrofon. Das bedeutet, man kann von zwei Seiten in das Mikrofon sprechen, zum Beispiel bei Duetten, also dann singen, oder zum Beispiel bei Podcasts mit zwei Personen. Also frontal und rückseitig. Rückseitig klingt ein bisschen basslastiger. Rückseitig. Frontal, frontal, babdi-babdi-bu, 1, 2, 3, Test, Test. Nach den ganzen Infos zum Unboxing und auch zur Montage möchte ich euch natürlich jetzt noch mein Fazit schildern und ich versuche mich auch kurz zu fassen. Und ihr wartet sicherlich auch schon darauf, dass ich euch erzähle, wie ihr jetzt das Yeti gewinnen könnt. Ich hatte immer mal mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir nicht so ein Blue Yeti Mikrofon kaufen soll. Denn Blue ist ein bekannter Hersteller wirklich hochwertiger Mikrofone und die können auch schon ganz schön ins Geld gehen. Das Yeti ist aber ein USB-Mikrofon und bei USB-Mikrofonen, naja, ich sag mal so, die Audio Kenner und auch die Musiker unter euch werden wahrscheinlich sagen, ja, mit einem USB-Mikrofon, was will man denn damit? Grundsätzlich ist es aber einfach mal ein interessantes Set, also hier aus dem Blue Yeti USB-Mikrofon mit dem Kompassarm und auch der Spinne bzw. dem Shockmount namens Radius 3. Das ist ein tolles Set, gerade für Einsteiger, glaube ich, mit das beste Set, was man für so einen Preis bekommen kann. Denn wenn man sich überlegt, was man ausgeben muss, um zum Beispiel ein gutes Sprechermikrofon mit XLR-Stecker zu bekommen, also XLR-Kabel, und dann dazu noch ein Mischpult braucht, beziehungsweise ein Audio-Interface, um das mit dem Computer zu koppeln, da wird es dann schon mal ein bisschen teurer. Und hier das Yeti Caster Set, das bekommt ihr momentan bei Amazon für 215 €, glaube ich. Und das ist schon ein ziemlich günstiger Preis. Wenn ihr alle Komponenten des
Yeti-Caster-Sets einzeln kauft, dann kommt ihr auf ungefähr 300 bis 350 Euro. Das ist halt schon mal ein großer Unterschied und da kann man schon sparen. Und grundsätzlich muss man sagen, das Mikrofon ist hervorragend verarbeitet. Es hat eine Metallhülle, ja, auch der Käfig ist aus Metall und es ist alles robust. Was mich ein bisschen gestört hat, vielleicht liegt es auch hier an diesem Mikrofon speziell, ist, dass die Regler ziemlich schwer zu drehen sind. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man da erstmal seine Einstellung gefunden hat, braucht man da nichts großartig verstellen. Ansonsten ist alles wirklich sehr robust gefertigt. Auch der Shockmount ist sehr robust. Und was mich sehr gefreut hat, ist wirklich die hohe Qualität des Schwenkarms. Ja, also ich hatte vorher einen Schwenkarm, den habe ich irgendwann weggeschmissen, weil der mir einfach tierisch auf den Keks ging. Und wenn ihr ältere Videos von mir schaut, dann wisst ihr, auf welchen ich meine. Das waren, keine Ahnung, 35 Euro bei Thomann oder so. Der hat gequietscht, der sah nicht schön aus. Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, was man hier bekommt, ist echt ein Schmuckstück. Hochwertig verarbeitet, alles aus Metall, beschichtet und die Gelenke haben hier so Stellflügel oder Stellschrauben aus Kunststoff. Da könnt ihr dann euren Arm einstellen. Also das ist wirklich top. Ganz toll finde ich auch die Kabelführung. Ihr könnt also das Kabel hier in so einer Nut verstecken. Und das sieht wirklich aufgeräumt aus und sorgt einfach für ein sauberes Kabelmanagement auf dem Tisch. Ne? Und ja, was ich noch sagen kann, ihr braucht nicht unbedingt einen Popschutz, wie ich jetzt hier dran habe. Den kann man günstig kaufen, also das ist wirklich ein sehr praktisches Ding, kostet, ich glaube, 12 Euro. Ihr braucht ihn nicht unbedingt, weil bei diesem Mikrofon kann man auch sehr gut an der Kapsel vorbeisprechen und wer ein bisschen übt, der kriegt das auch ziemlich gut hin. Und ihr braucht nicht unbedingt einen Popschutz, also das ist wirklich ziemlich gut. Ich denke mal, da ist schon was eingebaut, was da ein bisschen gegenwirkt. Ja, ansonsten ist die Bedienung ziemlich einfach. Ihr habt eine Möglichkeit hier abzuhören. Ihr könnt also hier einen Kopfhörer einstecken. Das Mikrofon wirkt dann auch wie eine Soundkarte. Also ihr könnt auch ganz normal euren Gaming-Sound darüber hören. Das ist dann wie ein extra Audioausgang. Und das funktioniert ziemlich gut. Ihr könnt dann eure Stimme selber hören. Ihr könnt auch die Lautstärke eurer Stimme, also des Monitorings, einstellen. Und ihr habt hinten dann, wie gesagt, im Video habe ich es ja auch gezeigt, dann einen Gain-Regler, wo ihr dann den Pegel der Aufnahme sozusagen steuern könnt. Und ihr könnt natürlich umschalten zwischen den vier Aufnahmemodi. Ihr habt es gehört, wie das so klingt. Das Mikrofon bietet einen riesigen Umfang sozusagen und gerade durch die verschiedenen Modi bietet es einfach verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Und wenn ihr es zum Beispiel einzeln kauft, das ist auch nicht groß. Ihr könnt es halt auch einfach in den Koffer packen, wenn ihr unterwegs zum Beispiel Videos kommentieren möchtet. Dann funktioniert das damit auch ziemlich gut. Ja, ansonsten muss ich sagen, das Yeti Caster Set gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde jetzt in Zukunft meine Videos damit vertonen und schau mal, wie sich das so macht im Dauertest. Ne? Also das kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ich habe es jetzt ungefähr 2 Wochen benutzt und kann daher eben nur über meinen Eindruck im Testzeitraum sprechen. Ja, ansonsten, was kann ich noch sagen? Ist ein sehr schönes Mikrofon halt, gut verarbeitet. Was ich bemängeln muss am Mikrofon, ist erstmal, dass es ein sehr klobiges Design hat. Aber das ist halt auch eine persönliche Sache, wie ich finde. Mir gefallen halt eher so kompakte Mikrofone. Aber grundsätzlich gewöhnt man sich vielleicht auch dran. Ist halt immer eine persönliche Sache. Aber es hat ein ziemlich starkes Eigenrauschen. Und das haben die meisten USB-Mikrofone. Allerdings hat es das HyperX Quadcaster, was ich auch schon getestet habe, nicht, beziehungsweise nur ein sehr geringes Eigenrauschen. Auch die Abschirmung in der Nierencharakteristik ist ziemlich gut und ja, ich glaube, damit ist eigentlich schon alles zum Mikrofon gesagt. Wenn ihr Fragen zum Mikrofon habt, wenn ihr Fragen zum Test habt, zum Testbericht übrigens, der dann auch unter dem Video verlinkt ist, da könnt ihr nochmal genaue Sachen nachlesen, dann schreibt sie bitte in den Kommentarbereich. Wenn ihr Fragen zu mir habt, dann bitte auch. Und ja, stimmt, ich wollte euch ja noch erzählen, wie ihr das Yeti gewinnen könnt, was ich am Anfang gezeigt habe. Die Packung habe ich jetzt gar nicht mehr hier. Ich habe es nämlich schon verschenkt. Nein, natürlich nicht. Es liegt bei uns in der Redaktion im Büro. Es ist das Blue Yeti in der Blackout Edition mit Assassin's Creed Origins. Und ihr könnt es gewinnen,
indem ihr Top-Fan unserer Facebook-Seite werdet. Das ist ganz einfach. Ihr geht auf die Facebook-Seite von Play Experience, steht auch unter dem Video und auch im Testbericht findet ihr das, und werdet Fan, wenn ihr noch nicht Fan seid. Und ansonsten fleißig Beiträge liken, teilen und kommentieren und dann kommt ihr in den Top-Fan-Status. Und unter unseren Top-Fans werden wir dann auslosen, wer das Mikrofon sein eigen nennen darf. Also wer es gewinnt. Ja, das war's dazu. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich habe mich wie immer gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Ja, lasst mir einen Daumen da. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich kann auch ohne Daumen leben. Ja, ich bin raus. Macht's gut. Ciao.